Vielleicht noch als letzte Frage eben, wenn Sie denn am 19. September zum Aufsichtsratsvorsitzenden gewählt sind, was wird denn sozusagen Ihre erste Amtshandlung, was werden die ersten Amtshandlungen quasi sein? Die erste Amtshandlung hat schon begonnen. Das ist zuhören. Zuhören, verstehen, wertschätzen von dem, was da ist. Und dann gemeinsam mit dem kompetenten Team überlegen, wie komme ich einen Schritt weiter und wie kann es in die Zukunft gehen. Ich maße mir nicht an, eben gescheiter oder besser da zu sein zu wollen, wie die Leute, die das jetzt eigentlich seit Jahren machen. Also ich glaube, das Zauberwort ist wirklich zuhören, verstehen und dann gemeinsam einen weiteren Schritt setzen. Das ist mein Konzept, so wie ich es prinzipiell ansetze. Darum kann ich jetzt nicht sagen, das wird die erste Maßnahme sein, weil die werden wir gemeinsam im Team setzen.